Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grey Dawn. Wir sind gerade aus unserer Traumwelt wieder rausgekommen. Wir haben... Ein Bild fehlte, oder? Wir haben nur zwei Bilder gefunden. Schade, aber gut, so ist das halt. Ja, wir sind jetzt hier. Das ist doch die Küche, oder? Ach so, ach ja, genau, wir waren ja da das letzte Mal drin. So, wir haben die sieben Namen. Das heißt doch, wir gehen jetzt, wir müssen jetzt wieder zum Friedhof, oder? Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, weil hier jemand mit einem Motorrad oder so vorbeigefahren ist. Das war ein bisschen deep. Kann sich erklären. Haben wir irgendwas? Nö, für das da haben wir nichts gefunden. Ne? Steht hier oben irgendwer? Alles beim Alten. Otto! Warte ich. Otto! Du bist ja noch da! Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Ach, Otto. Da freue ich mich aber. Genau. Praise the Lord, Otto ist da. Okay, machen jetzt, wir müssen jetzt zum Friedhof. Kommst, ach, du kommst eh nicht mit. Wahrscheinlich treffen wir ihn da. Ja. Hä? Why did you become a priest? Because of my love for God. Aha. Warte, Schmetterling, warte. Ach, er wartet. You dare speak of love? What about your love for me? You don't understand. This is about something greater than myself. Du bist ein Affe. Ein Affe. Leave me alone. Please. Sie wollte sogar das. I said leave me alone. Stop. Where are you going? Ich denke, er will sie nicht. Er hat doch sehr, er liebt, hasst sie doch. Mensch. Dieser Mann ist so irre. Ist einfach so irre. Nee, hier ist nichts. Hat sie diesen Unfall gehabt? Nee. Hä? Ist da jemand noch? Nö. Kein Otto. Keiner da. Leave me alone. Aber was will sie denn am Friedhof? Mach ich auch immer, wenn ich wegrenne vor irgendwas. Dann gehe ich erstmal am Friedhof. Wir haben tatsächlich neben dem Friedhof gewohnt früher. Es war, eigentlich ist ein Friedhof gar nicht so gruselig. Für mich, finde ich. Also. Eigentlich ist ein Friedhof nicht gruselig. Ne? Oh nein, wo ist er hin? Alter. Ich dachte, wir müssen dahin. Dieser Vulkanausbruch ist immer noch ein bisschen seltsam, ne? Ich trinke mal eben was. Please, don't do it. Hm? Was soll sie nicht tun? Warte mal, wieso kommen wir jetzt eigentlich hier hin? Da ist auch noch eine Brücke und hier ist eine... Okay. Hat sie sich von dieser wahnsinnig hohen Brücke gestürzt? In die Fluten? Na? Was geht hier vor? Ich check nix.
Bitte, geh nicht beten. Nein, tu es nicht. Was? Hä? Vielleicht stürzt sie sich woanders runter. Haben wir das nicht bei dem anderen Friedhof gesehen, in seiner Traumwelt? You still don't understand. We lost everything, Abraham. Everything. I just can't handle this pain any longer. Suicide. Such an incorrigibly selfish thing. Wie gut, dass der Hauptcharakter überhaupt nicht irgendwie egoistisch ist. Alles klar. Also sie hat sich umgebracht. Ich höre Dinge. Entschuldigung. So was Selbstsüchtiges auch. Diese Frau, unglaublich. Unglaublich, diese Frau bringt sich einfach um. Wieso gibt es sowas überhaupt auf dem Friedhof? Das ist so, hä? Die müsste aber eigentlich mehr so hier aufgekommen sein, nicht da? Okay. Ist es egal, welchen wir nehmen? Was wollen wir da drin? Das ist einfach irre. Das ist einfach irre. Alexandra's death was haunting me as I was heading towards the abandoned crypt. Ach so, weil da unten eine verlassene Krypta ist oder was? The last funerals were of those I had to exercise. Okay, also die letzten, die dort beerdigt wurden, waren die, die jetzt exorzisiert müssen werden. Du weißt schon. Ja. This place stinks. Oh God, the dreadful stench of death. The devil is twisting the reality. What? Was ist das hier? Boah, was? Hä, muss ich nicht da hoch? Warte mal, ich bin verwirrt. Sind das Zähne? Oh, Orientierung verloren. So. Hallo? Muss ich nicht zu dem da? Achso. Oh, das bin ja ich. Also, das ist der Priester. Vielleicht ist der Priester tot und er büßt gerade für seine Sünden. Wieso sind das alles Backenzähne? Diese alternative Realität gefällt mir nicht so gut. Warte, wo ist die Treppe? Hier. So.
Das ist, ich bin ja ein bisschen, ja, es ist schon, ja. Hallo? Mach mal hier zu. War das Sample gerade zu Ende? Weil das war schon gruselig gerade. Ist das nicht David? Sarah, der haben wir jetzt. Was, Wow. Okay, zart beseitigt, sollten jetzt weggucken. O eternal God, who has redeemed the race of men from the captivity of the devil, deliver thy servant from all the workings of unclean spirits. Gott sei Dank, wir müssen nicht wirklich. Dass das Herz schon. Ja, nimm das. So, jetzt geht's dir wieder gut, ne? Du schön. Ach, wir können nur noch weiter aufmachen. Kann man nicht wieder zumachen? Nein, okay. Doch. Boah, diese Sicht, ne? Man sieht kaum was. Das ist voll schön. Das Bild. Ich bin auch ein bisschen irre. Entschuldigung. Ich meine, also, ne, das, dieses Bild da ist schön. So. Aber hier sind doch noch mehr. Aber das sind die falschen. Okay. Hallo? Muss ich wieder runter? Nö. Hä? Hätte ich die Tür nicht zumachen sollen? Ist das ein Bug? Hä? Muss ich weiter da lang? Nö. Oh! Ach, die sind jetzt alle hier, oder was? Ich stehe, glaube ich, im Weg. Ach, da sind noch mehr. Okay, alles klar, alles klar. He who composed all things well by his word from nothingness intervened. He who walks upon the wings of the air, the Lord rebukes thee, devil. Kannst du nicht die Augen zumachen? So, machen wir wieder zu. Ich kann nicht zumachen. Die kommen wahrscheinlich alle raus gleich. Elijah. Jetzt habe ich den einen Namen gar nicht gesehen, ne? We make this great divine holy invocation and plea, O devil, for thine expulsion, as well as this rebuke for your utter annihilation, Satan. Ist das eigentlich Fließband-Exorzismus? Ja, ne? Okay, warte. Das sind keiner, oder? Warte mal. Ist hier in der Ecke noch jemand? Nö. Oder? Nö. Okay. Ach, jetzt kann ich wieder raus. Okay, dann waren das... Die drei hier. Hallo, oha! Der sieht ihn aber jetzt erst, oder wie? Na klar, werd halt ohnmächtig. Hau feil! Was heißt es? Ich weiß nicht. The devil twisted the reality, trapping me inside a hellish creature. Ah, ja, okay. The specter of my death was everywhere, but was I truly dead? Ich glaube schon, dass du tot bist. Ehrlich gesagt, ich denke schon. Fear. Isn't it? You must not fear. By transcending reality, you understand that fear is for those who see only the material world. But you, you can see more. You can see my world. Ich
Ich weiß nicht, ob das Sehen der anderen Welt es besser macht. Ich glaube, man muss eher dran glauben. Hier nur eins. Das haben wir jetzt nicht. Und da haben wir doch drei gefunden. Das ist das letzte Mal. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein Kackende. Nur weil wir das Bild nicht gefunden haben, hä? Was ist denn das hier? Ist ja auf jeden Fall wieder sehr schön hier. Ist ein Tempel abgebrannt? Entschuldigung. Die sind aber schön bunt, die Blumen. Okay. Da ist nichts, ne? Nö. Kann man hier noch weitergehen? Anscheinend. Geh erst mal hier gucken. Das ist nicht abgebrannt, oder? Das sieht nur so... Das sieht nur so aus, weil das alles so offen ist. The problem with you is that you don't have faith. For example, do you believe with your own heart that you can raise a temple sunken hundreds of years ago from the water? Klar glaube ich das. Machen wir. Nicht? Ich lasse das erstmal so. Ach so, doch. Huh. Okay. War doch richtig. Wir müssen aber da hinten noch gucken. Oder? Dann gehen wir darüber. Ich muss erst hier noch gucken. Warte mal. Müsste da nicht auch eine Brücke sein dann? Huch. Ich muss hier erstmal gucken. Hier ist bestimmt ein Bild, ne? Das Bild. Das eine Bild. Huch. Da. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier wirklich rein kann. St. George. Es ist St. George. Let me tell you a story once upon a time. Können wir mal nichts machen. So, wahrscheinlich hätten wir bis jetzt nicht in dem anderen Haus sie gehört, dann hätten wir die hier hören können, vermute ich. Ich weiß nicht. So, wie sieht das denn hier im Winter aus? Hm? Wo ist der Schnee? Es regnet einfach nur. Ja gut, nur Regen wollen wir nicht. Regen wollen wir nicht. Was steht denn hier? Achso, Black Tower Church. Wieso steht das so spiegelverkehrt da? Kommen wir hier auch hoch? Nö. Wo sind denn die Pferdchen? Okay. Dann rennen wir jetzt mal über die Brücke. Wir müssen nämlich gucken, was da ist. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Mein Gott, ist das schön. Okay, dann gehen wir mal. Ich kann übers Wasser gehen, denn eigentlich ist er Jesus. Haha. Entschuldigung. Obwohl, Jesus ist auch tot, der ist tot. Hm.
Nein, natürlich nicht. Hier ist aber immer noch Wasser. Entschuldigung, ich musste gehen, deswegen der komische Gesichtsausdruck. Aha! Was ist damit? Fragezeichen. Bringt das was, wenn wir es hier machen? Nö, ich glaube nicht, ne? Okay, also hier müssen wir irgendwas machen, damit wir die andere Brücke nach da kriegen, ja? Okay. Gucken wir mal weiter. Können wir in diesen Tempel vielleicht irgendwo rein? Nö, sieht nicht so aus. Ah, und hier fehlt auch noch eine Brücke. Gut. Da stehen aber viele Leute rum. Was wollen die denn? Hallo? Ist ja auch so ein Pilzding. Ägyptische Götter jetzt? Warum? Hi! Voll schön. Warte mal. Können wir mit denen was machen? Nö, ne? Aber es ist schon schön. Ich bin hier immer so gefangen in dieser Schönheit. Es tut mir ein bisschen leid. Aber wieso denn die jetzt? Ich habe keine Ahnung von ägyptischen Göttern, muss ich sagen. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Gruselig das wäre, wenn die einfach alle mich jetzt angucken würden. Machen die bestimmt gleich. Hä? Ah, deswegen brauchen wir den Regen. Ich verstehe. Ich habe was verstanden. Ich bin sehr stolz auf mich. Sind aber noch alle da. Gut, was haben wir denn hier? Mach mal zu. So. And now here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can see right. What is essential is invisible to the eye. Die ganze Zeit am Gähnen, ey. Was steht da denn schon wieder? Könnte ich... The Life? Ich glaube, The Life, ne? Ich habe ein Buch. Ach, und damit können wir bestimmt jetzt die anderen... Ach so, deswegen mit Essential to the Eye, bla. Hä? Ach so. Jetzt mach doch auf! Mensch! Okay, dann gehen wir jetzt wieder. Und wenn wir das Buch da drauflegen, vermute ich, dann wird das sichtbar. Können wir das dann wieder wegnehmen? Ich vermute es mal. Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Ich glaube, wir gehen hier zuerst hin. Wenn das denn jetzt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Vielleicht ist das Buch ja nur hierfür bestimmt. Und man kann das nicht einfach irgendwo hinlegen? Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeine wichtige Info jetzt verpasst. Hä? Wo muss ich das Buch denn hinlegen? Muss ich das da hinlegen? Was ist denn das da oben?
Ach, die Eule ist wieder da. Kannst du das hier irgendwo hinlegen? Nee, hier kann ich überhaupt nichts mehr machen. Nein, ich habe was verpasst. Ach, oder warte, muss ich vielleicht so machen? Mit dem Herzen sehen. Ich habe ein Herz in der Hand. Dass er da auch nichts zu sagt, ne? Der Affe. Oder muss ich das hier irgendwo dran packen, das Buch? Aber wo? Ich bin im Moment nicht die so geduldigste Person. Ernsthaft? Hi! Huch! Aha. Danke. Jetzt kann ich woanders. Ah, okay. Alles klar, alles klar. Ich glaube, ich sag mal nicht, dass ich es verstanden habe, aber. Okay, wir suchen Bücher und die müssen wir dann da drauf. Wieso habe ich nicht direkt daran gedacht, das da hochzulegen? Ich würde aber sagen. Guck noch mal eben auf der Seite, wenn ich da überhaupt hin kann. Kann ich hin? Nee. Okay, ich würde sagen, wir gehen dahin, aber in der nächsten Folge, weil diese Folge ist zu Ende. Wir haben nämlich sonst wieder ein Kameraproblem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir da, was ihr wollt. Gerne ein Like, ein Kommentar oder auch ein Abo. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.